Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reini kocht. Nein, Kochen mit Reini. Und ich habe schon mal was vorbereitet. Heute gibt es was ganz Spezielles. Wir geben uns richtig Mühe für euch. Wir haben hier Lauchzwiebeln, lecker, lecker. Und roten Paprika, frisch aus Holland, frisch aus dem Aldi. Und es gibt Kulturchampions, die braun aus dem Aldi. Und es gibt natürlich Hackfleisch. Das Ganze mit einer schönen Soße, mit einer schönen Fertigsoße angerührt und duftenden Basmati-Reis. Lecker hier die Lauchzwiebeln. Einfach nur ganz kurz in die Pfanne, ganz kurz im heißen Öl schwenken, nicht großartig anbraten. So, die Champignons gebe ich hier mit zu den Lauchzwiebeln dazu. Ja. Hier ist das Hack, wie gesagt, drin. Ja, nehme ich jetzt hier ein bisschen Salz und würze das Ganze schön mit Salz. Salz soll aber nicht reichen, es gibt noch Pfeffer. Ja, könnt ihr mich sehen? Das sind Hackwolken. Hackwolken sind sehr ekelhaft. Fangen wir mal mit dem Paprika an. Das habe ich natürlich, den Paprika habe ich schon schön vorher leicht angedünstet. Leicht mitköcheln das Ganze und jetzt kommen hier lecker schön die Lauchzwiebeln und die Champignons dazu. Das ist Hackfleischmischung für Bauerntopf mit Hackfleisch. Ne? Okay. Die Scheiße kommt jetzt hier mit rein. Guckt euch mal an, den Shit. Wir machen im Prinzip, ich möchte mal an dieser Stelle festhalten, wir machen unsere ganze schön zubereitete Mischung aus Gemüse und Fleisch machen wir jetzt kaputt mit dieser Scheiße hier. Rein damit, zack, Wasser drüber. Ja, fertig, ist der Lack. 5 bis 10 Minuten, ein bisschen vor sich herköcheln. Hier steht 25 Minuten drauf, aber das gilt nur für die Kartoffeln, wenn die noch nicht gar sind. Wir haben schön Reis aus Thailand, schön von kleinen Kinderhänden gepflückt und lecker ist das Ganze auch. Wir sind noch schon am Ende. Fertig ist die ganze Soße. Das ganze Gericht heißt tschechische Hackpfanne. Könnt ihr nachlesen im Internet unter www.tschechischehackpfanne.de. Das war's. Tschüss und ciao, bis zum nächsten Kochen mit Reini.